weil sie ins Ausland wollten. Das hatten die Eltern also noch geschafft, irgendwie Fahrkarten zu kriegen und so. Das war nachher alles nicht mehr möglich. Und also sie sahen zu, dass sie aus Deutschland rauskamen. Und Lieselotte auch. Und das hat sie mir gesagt und hat mir einen Brief geschrieben, den ich leider, aber ich bin ja hinterher ausgebombt worden, also ich habe ihn nicht mehr. Schrieb mir einen Brief, liebe Brigitte, ich möchte mich von dir verabschieden und noch ein paar Sätze. Und der Brief schloss mit den Worten, Brigitte, bleib so, wie du bist. Deine Lilo. War ganz süß. Ich habe natürlich nicht den Mut gehabt, an sie zu schreiben. Und habe also nie erfahren, wo sie geblieben sind. Und habe nie wieder was von ihr gehört. Aber eben dieses Wort, bleib so, wie du bist, das war eigentlich auch schon im Gedankengang. Ich hätte so einen Satz noch niemals zu jemandem gesagt. Das war schon sehr reif. Und hinterher natürlich jetzt, heute weiß ich, dass ich mich hätte, würde ich mich natürlich ganz anders verhalten. Ich würde versuchen, den Kontakt heimlich zu behalten und sie auch zu unterstützen oder irgendwas. Aber auf die Idee bin ich nie gekommen. War verboten, waren Jüden, war vorbei, nicht? Also, es war schon eine Leistung von Herrn Hitler, was er da mit den... Denn, also Berlin war ja eigentlich beinahe mindestens zur Hälfte jüdisch an Geschäftsleuten und Bewohnern. Berlin war ja das Pulsierende von Deutschland und Deutschland war gleich Europa. Also Berlin war ganz was Besonderes und Wichtiges. Und da waren die Juden natürlich. Ja? Die konnten ja rechnen. Und es ging ihnen eben so lange gut, bis Hitler kam. Und auch da eben nicht von heute auf morgen, aber irgendwann waren sie im Grunde, ich glaube, zum Schluss, als sie immer noch nicht alle weg waren, wurden sie deportiert von Staats wegen, glaube ich. Also ich würde nicht, oder kamen sie ins Zuchthaus Oranienburg, das weiß ich eben nicht mehr. Ich wüsste auch nicht mehr, wen ich davon. Heute weiß ja keiner mehr was davon. Ich bin 95, aber wer ist denn noch 95? Kaum. Aber ich möchte es immer so gerne. Ich muss mal auch bei uns im Heim fragen. Vielleicht in einer anderen Etage oder wie das da noch Mensch Ältere sind. Naja, und dann kam eben für uns die Zeit Hitlers. Und da weiß ich, weiß auch schon wieder nicht mehr weiter. Hitler. Da hatten wir eine Lehrerin, Fräulein Zachler, und die war eine wilde Nationalsozialistin. Und die sorgte dann auch dafür, dass Juden ausgeliefert wurden. Das weiß ich auch noch. Wenn sie nicht selber eben Geld hatten, ich weiß nicht, was sie mit ihnen gemacht haben. Ich sag ja eben, entweder haben sie sie ins Zuchthaus Oranienburg gebracht und da war der Tod voraussehbar. Da wurden sie hungern gelassen und verhungerten einfach. Aber da habe ich keinerlei Kontakte mehr. Und das habe ich mir hinterher auch immer wieder... und diese Liesel of the Popcorn eben... Die schrieb mir dann einen Brief mit dem Schlusssatz, bleib so, wie du bist, Brigitte.
Das vergesse ich nicht. Klasse. Ja, und wir haben es natürlich nachher auch wieder bezahlen müssen. Und dann, als dann der Krieg aus war und verloren, waren die Kommunisten dran. Und die sortierten gleich, war einer PG, heißt Parteigenosse oder nicht. Und mein Vater war natürlich allein aus seiner Position raus. Er war der Leiter der Landesversicherungsanstalt Berlin und Brandenburg, also ein ganz hoher Posten gewesen als Jurist, war ja gelernter Jurist und hatte eine sehr weitreichende Befugnis auch und so weiter und war dafür bekannt, dass er recht streng, aber gerecht war. Und einmal machten sie da, das war auch üblich, zu Weihnachten oder so einen bunten Abend für uns alle. Und da war ein Konferencier dabei. Und der machte den Witz, sagte, naja, und ihr Chef, der Landesrat, Dr. Goetze, ist ja ein sehr, sehr höflicher Mensch. Ich musste neulich zu ihm, zu einer Besprechung. Und als ich reinkam, stand er vom Schreibtisch auf, kam mir entgegen, gab mir die Hand und sagte, kann ich Ihnen eine Erfrischung anbieten? Ich war ganz erstaunt, sagte ich ja gerne. Und der Landesrat ging zum Fenster, riss die Fenster auf und die frische Luft war die Erfrischung. Die frische Luft war die Erfrischung. Naja, schrien natürlich alle vor Lachen. Dafür war er bekannt, Fenster auf hier, sitzt hier in dem Mief und so. Und dann wurde das als Witz gebracht. Naja. Ja.